Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir sind ein Berserker mit Cowboy-Hut. Wir haben uns einer Fraktion angeschlossen, yippie. Und ja, leider ist es auch gleichzeitig nicht nur ein weiterer Part in Alex, sondern auch der letzte für diese Aufnahmesession, muss ich noch dazu sagen. Ich brauchte wieder ein kleines Päuschen. Und Mittagessen gibt's auch bald. Aber das ist nur nebenbei. So, wir haben einen weiteren Auftrag bekommen. Wir haben zwar schon genug Lebenserfahrung, was war das jetzt, um ein Kriegerdepp zu werden, aber wir müssen noch uns bei den anderen Warlords einschleimen, damit sie uns auch die Zustimmung für diesen Schritt geben. Von Ragnar haben wir schon einen Auftrag bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt noch die anderen Warlords aufsuchen. Ich glaube, der Depp war auch einer. Hallo, Cormac. Du bist dann wohl der Neuzugang im Lager. Mhm. Es kommt selten genug vor, dass wir neue Leute in unsere Reihen lassen. Wurdest du von Ragnar bereits über deine Pflichten als Setzer informiert? Ich hoffe, du redest hier nicht von stumpfer Sklavenarbeit. Meh? Ich hoffe, du redest hier nicht von stumpfer Sklavenarbeit. Ohne ein bisschen was dafür zu machen, wirst du es bei uns nicht weit bringen. Zu deinen Aufgaben als Setzer gehört es, dass du dich um das Gemeinwohl der Berserker kümmerst. Mhm. Und wie der Name schon sagt, ist es nicht nur das Gemeinwohl, dem du zu dienen hast, sondern vorrangig den Feldern. Denk immer daran, das Wohlergehen der Setzlinge ist ab jetzt dein oberstes Gebot. Als erstes wirst du dich bei Born melden. Als Oberaufseher über die Setzlingsfelder ist er mit Sicherheit froh über eine weitere helfende Hand. Geh zu ihm und lass dich über deine Aufgabe auf den Feldern in Kenntnis setzen. Okay. Ach ja, wir haben eine Stufe aufgestiegen. Ho, ho, ho. Du, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Ja, da ist er gleich freudig. Aber ich glaube, wir sind zu schlecht für alles andere, ne? Weil was mich interessiert, ist die Angriffsstärke und Wuchtschlag, da sind wir ja schon fertig, ne? Gut, dann wäre es cool, wenn wir jetzt das mit der Intelligenz hinkriegen, um bessere Beute zu bekommen, würde ich mal sagen, ne? Das heißt, beim Überlebensdeppen da unten. Hui, Reka! Hui! Hui! Ich glaube, da mussten wir jetzt da 5 Stufen Intelligenz noch schaffen, ne? 35 oder 37? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hallo! Bring mir was bei. Ich muss kurz nachschauen. Ja. Und zwar diese hier. 5 frei. Okay. Gut, wir lernen schnell. Wir haben E-Level abbekommen. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Magische Faust des Feuers. Magischer Arm. Feuerball. Yeah, Magie. Schaden, Mana. Ein Feuerball, der bei Aufprall explodieren tut. Feuerpfeil. Da gibt es mehrere Varianten. Feuerstrahl. Aha. Okay. Gut. Quickslot. Ich würde mal sagen, ich mache das hier hin. Das schaut nach Fernattacke aus, ne? Also werde ich mal unsere Armbrust beiseite legen und dafür das hier nehmen. Zauberspruch. Zauberspruch, Zauberspruch. Das sind alle Spruchrollen. Magischer Arm ist hoffentlich nicht verbrauchbar. War hör auf. Warum rotzt denn der Chivita? Echt, muss das sein? Was wollte ich jetzt? Genau, Intelligenz wollte ich jetzt lernen. 5 Stück. Genau, das reicht. Also, übernehmen. So, und dann möchte ich gerne lernen. Bring mir etwas bei. Ja. Die Tiertrophäen. Erlaubt dir, besondere Trophäen aus Tieren zu erbeuten. Das wäre mir sehr lieb, weil vielleicht kriegen wir dann Flügel und so ein Klumpert wäre viel leichter. Das wäre mir sehr, sehr lieb. Dankeschön. So, Werker, ja. Ah, da war der Rüstungstyp, glaube ich, ne? Ah, warte, da drüben. Der hat gar nicht was verkauft, ne? Warst du jetzt Rüstung oder Waffe? Waffenhändler, Mist. Ich brauche den Rüstungsteppen. Ah, der ist da oben, ne? Was schon. Da oben ist der Rüstungshaini. Vielleicht kriege ich einen besseren Helm. Um das geht's mir gerade. Das wäre es mir nämlich gerade wert. Hallöle. Darf ich immer noch nicht, obwohl ich Berserker bin? Schweinerei. Hallo. Zeig mir deine, was du mir herstellen kannst. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe. Ja, bla bla, das kennen wir schon. Also, Rüstung. Ich brauche einen Helm.
Setzerhelm, wie schön. Jägerhelm, Werkerhelm. Was haben wir da? Setzerrüstung? Ja, das brauche ich nicht. Also den Setzerhelm baut er erst da ja. Jo, was soll man machen? Besser als nichts. Kann man irgendwas hergeben? Verkaufenstechnisch? Ach, scheiß der Hund drauf. Ja, nein. Abbrechen. So, ich wollte handeln. Ja, passt schon. Danke sehr. Wir ziehen sofort den Helm an, Technik, weil der Cowboy wird hier nicht gerne gesehen. Wohl, regt er nicht auf. Also, Giftresistenz. Aha. Okay. Ich wollte einen Helm eigentlich. Setzerhelm. Ledermütze. Da. So. Sind wir jetzt etwas besser? Ja, das schaut besser aus. Das schaut besser aus. Das passt gut. Gut, gut, gut. Dann müssen wir. Warte. Ich studiere gerade die ganze Zeit. War hier nicht dieser. War da unten nicht auch so ein. Bei dem Hüttel da, ist da nicht auch so ein besserer daheim? Ich glaube nicht, oder? Ich werde bei der hitten. Ich schau mal kurz rein. Servus. Hallo? Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Verschwinde. Danke. Sehr freundlich. Dann vielleicht da drüben. Ah, da, glaube ich. Hier wohnt einer, ne? Ein Krieger. War hier nicht dieser Engrim? Ja, genau. Ich begrüße deinen Entschluss, unserer Gemeinschaft die Treue zu schwören. Ja. Du tatest gut daran, nicht den Versuchungen der anderen Gruppierungen zu erliegen. Ja. Aber solltest du nicht bei den anderen Setzern sein? Schließlich fällt mehr als genug Arbeit an. Ich habe nicht vor, auf Dauer ein Setzer zu sein. Ich kriege nicht gern im Dreck herum. Ach, das obere. Ich habe nicht vor, auf Dauer ein Setzer zu sein. Du glaubst wohl, du seist zu höherem berufen. Mhm. Aber um im Rang und Ansehen aufzusteigen, brauchst du mein Wohlwollen. Es ist nicht so, dass ich es dir nicht geben will. Doch nicht ohne eine Gegenleistung. Ja, ja, ist klar. Sag mir einfach, was ich tun soll. Alles andere hätte mich auch gewundert, ja. Sag mir einfach, was ich tun soll. Mein Auftrag an dich sollte dir jedoch keine Schwierigkeiten bereiten. Ich will, dass du dich an die Fersen meines Eintreibers Zervas heftest. Aha. Ihm obliegt es regelmäßig, Splitter von unseren Leuten einzuholen. Ich habe jedoch den Verdacht, dass er in die eigene Tasche wirtschaftet. Oh. Ein Vergehen, das seinen Kopf kosten wird, wenn es sich bewahrheitet. Du wirst ihm deshalb folgen und mir sagen, ob er mir die korrekte Summe übergeben hat. Tu das für mich. Und du hast meine Zustimmung, frühzeitig einen Rang aufzusteigen. Oh, cool. Das ist es doch, was du willst, oder? Yep, auf jeden Fall. Ich werde Zervas für dich überwachen. Ich werde Zervas für dich überwachen. Das trifft sich gut. Er sollte jeden Augenblick seine Runde beginnen. Ich will, dass du unauffällig bei ihm bleibst und ihn belauschst, bis er zu mir zurückkommt. Und hör genau hin. Ich will schließlich wissen, ob er mich bescheißt. Alles klar? Klar. Dann los. Da kommt Zervas auch schon. Hefte dich an seine Fersen. Aha, das geht sofort los, okay? Jawohl. La la la. Wo ist er denn? Aha, ist er das da vorne? Nett, oder? Doch, tatsächlich. Ich komme vom Eisenclan. Und? Ich bin hier, um deine Abgaben einzutreiben. Ist es schon wieder soweit? Wie viel bekommst du von uns? Für wie viele bezahlst du denn? Wir sind zu dritt. Alles klar. Dann bekomme ich von dir 300 Splitter. 300? Alles klar. Hier hast du sie. Dankeschön. Ich muss jetzt weiter. Alles klar. Ich schreibe das mal mit. 300 von 3. 300. 3 Leute. So. Ich schreibe mir das so schön mit. Vielleicht muss ich ja mitrechnen. Und da ist es gut, wenn man sich kleine Notizchen macht. Dann hatsch mal weiter, Freund.
Ich freue mich schon drauf, die Feuerfaust mal auszuprobieren. Oh. Ich mag Feuer, das ist schön warm. Das Coole ist, dass der nicht mitkriegt, dass wir da sind. Das freut mich. Aha. Was willst du, Cerberus? Mach mir jetzt bitte keine Probleme. Ich will nur die Kohle für den Clan, dann bin ich wieder weg. Hier hast du 100 Splitter. Mehr gibt's nicht. Danke. War das jetzt so schwer? Ach komm, verschwinde einfach, okay? Für eine Person, denke ich mal. Aber ich denke, dass wir darum gehen, dass wir die gesamte Summe uns merken. Also 400 haben wir jetzt. Und ob er auch die 400, also wirklich das, was er im Endeffekt einnimmt, ihm auch gibt. Ich hoffe es für ihn. Du kannst auch rennen. Zur Not kannst du auch sprinten. Versuch's mal. Du musst nur auf der Steuerungstaste oben bleiben, da kann man auch sprinten. Lalala. Aha, jetzt biegt er ab. Rennt jetzt das ganze Lager ab. Alter Schwede. Dann dauert der Part noch 25 Jahre. Mai ist die Aussicht schön. Und diese Berge. La 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 la. Juiui. Aha, das ist das nächste Opfer. Ein Setzer. Mir wurde gesagt, du willst dich dem Eisenclan anschließen. Ja, das stimmt. Kommst du von Angrim? Ja, tue ich. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du genommen bist. Das ist ja großartig. Ich bin aber auch hier, um die 200 Splitter Spende für den Clan einzusammeln. Ja, natürlich. Moment, ich habe die Splitter in der Tasche. Hier, bitte. Danke. 200. Und willkommen im Eisenclan. Ich muss jetzt zurück zu Angrim. Wir sehen uns. Also, das müssten jetzt insgesamt 500 Splitter sein. Na, mehr, 600. 600 Splitter für Angrim. Der hat eine goldene Nase, auf die er sitzt. Ja, er sitzt auf seiner Nase. Ja, andere auf den Hintern, er auf seine Nase. Da, 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 da. Und wenn er merkt, es stinkt, dann ist er glücklich. Da, 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 da. Du, sprint mal. Zeig mal, wie das geht. Der hat keinen Bock, der hat keinen Bock. Er hat keinen Bock, la la la. Juhu, hurra, hurra, hurra. Hurra. Aha, keine Energie. Ja, fein machst du das, fein. Ja, fein. So. Hast du die Splitter eingetrieben? Ja, habe ich. Hier hast du sie. Genau 400 Splitter. Zwei Abgaben und einmal das Eintrittsgeld für den Eisenclan. Und das ist auch sicher alles? Ganz sicher. Wenn das so ist, danke. Du kannst gehen. Geil, mal 200 Splitter. Ich hätte nur mit 100 hätte ich noch gedacht, okay. Aber 200 ist echt viel. Cerberus war bei mir und hat mir die Splitter gegeben, die er eintreiben sollte. Tja. Ich hoffe, du hast an seinem Arsch geklebt und ihn überwacht. Ja. Also dann. Er hat mir 400 Splitter gegeben. Hat er mir alles gegeben oder hat er mich beschissen? Er hat dir alles gegeben. Die Summe stimmt. Er hat dir nicht alles gegeben. Ich glaube, er hat dir sogar zu viel gegeben. Na. Er hat dir nicht alles gegeben. Verdammter Halsabschneider. Ja. Ich wusste es. Den Typen werde ich mir vorknöpfen. Danke, dass du das für mich getan hast. Aber bevor ich dir meine Stimme geben kann, muss ich mir zuerst Gedanken über Cerberus machen. Was passiert jetzt mit Cerberus? Was passiert jetzt mit Cerberus? Ich werde mir schon etwas für ihn ausdenken, aber das soll nicht dein Problem sein. Du hast getan, was ich verlangt habe. Meine Stimme hast du. Yeah.
Das war die einfachste. So, der arme Servas. Pech gehabt. Man soll halt nicht den Big Boss bescheißen. Und wenn er so dämlich ist und er mitkriegt, dass wir ihn beschatten, ja, obwohl wir neben ihm stehen, ist er selber schuld. Also, die Quest hätten wir schon mal. Das nächste wäre, wir müssen zum Setzer Born, glaube ich, ne? Sprich mit Born, da haben wir ihn schon. Okidoki. Hinborden zahlt sie, glaube ich, nicht wirklich aus, ne? Weil der ist ja gleich da. Na, zahlt sie nicht aus. Da können wir theoretisch gleich darunter springen, glaube ich. Eureka! Wow, das war knapp. Haha, ja. Ich meine, das war eisern berechnet, war das? Jawohl. Soll man was kochen? Kann man was kochen? Muss man mal nachschauen. Ginge was? Wo haben wir denn das Steak? Tatsächlich. Ja, bitte. Danke, das passt schon mal wieder. So. Da drüben ist der Born. Hey du, Born, wo ist dein Bruder Gorn? Ja, hi Born. Cormac schickt mich. Cormac schickt mich. Cormac? Mhm. Er sollte mir doch neue Setzer zuweisen. Gehörst du etwa zu uns? Mhm. Ja, ich bin jetzt einer von euch. Das freut mich zu hören. Mhm. Wir können auf den Feldern jeden Setzer gebrauchen, den wir bekommen können. Du wurdest mir doch zugeteilt, um auf den Setzlingfeldern zu helfen, oder? Ja, wurde ich. Ich wünschte, es wäre nicht so. Ich mache das nur, weil ich endlich diese dicken Rüstungen von euch haben will. Ja, wurde ich. Ja, wurde ich. Immer höflich. Das freut mich zu hören. Wir haben ein echtes Unkrautproblem auf den Setzlingfeldern. Es gehört nun zu deinen Pflichten, sich darum zu kümmern. Danke. Ich habe letztens jemanden damit beauftragt, das ganze Unkraut auszureißen, aber es beginnt schon wieder, sich über die Felder zu verteilen. Such die Unkrautpflanzen, die ihre Samen an den kleinen Wasserfällen zwischen den Feldern verteilen, und reiß sie aus. Komm wieder zu mir, wenn du damit fertig bist. Ja, mach mal. Dann Quest auswählen. Ich denke, das geht sich noch aus für heute. Aber ich brauche das ja. Ich weiß nicht, was ich sonst machen muss. Setzerpflichten. Zack. Ist das vor meiner Nase? Ich glaube ja. Yay. Unkraut ist gut gesagt. So. Jesus, na. Wie viel Mutter von dem Klump hat alles? Da brauchen wir 30 Jahre. 15 brauchen wir noch. Okay. Da-di-da-da. Oh, Ruck. Da ist nämlich auch eins. Weil ich es gerade gesehen habe. Da ist auch eins. Da vorne ist auch welches. Da haben wir welches. Da ist auch eins. Dann haben wir... Oh, das sind doch alle, glaube ich. Wow, dann hier eins. Und da eins. Da eins. Wir brauchen jetzt noch wie viel? 4. Ja, das sind tatsächlich alle. Hau ruck. Tap, tap, tap. Da oben habe ich was vergessen. Na, komm. Verdammte Technik. Aber ist ja gar nicht wahr. So. Du hast dich verschaut. So. Und da unten noch 2. Dann haben wir das auch schon. Platsch, platsch, platsch. Juhu! Da hätten wir eins. Und da drüben ist noch eins. Sehr gut. So. Dann sprinten wir rauf. Born wird glücklich sein. Hui! Da platsch, 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 platsch. So, da ist er auch schon. Herr Chef. Da schau mal. Ich habe das Unkraut für dich. Ich habe das Unkraut für dich. Was meinst du damit? Ich habe alle Pflanzen an den Wasserfällen ausgerissen, so wie du es gesagt hast. Und jetzt hast du sie mir mitgebracht? Ja. Oh, du Idiot! Was soll ich denn mit dem Unkraut? Schmeiß es gefälligst in die Komposttonnen. Sie stehen links neben dem Haus der Setzer. Die findest du aber alleine, oh, oder? Trottel. Ja, das kannst laut sagen. Dem kann ich nur zustimmen. Au weh. Ach,
Komposttonne. Unkraut wegwerfen. So, das war's. Ah, wie geil. So. Womit denn? Womit denn, ja. Ist das jetzt meine tägliche Aufgabe hier? Na, super. Und jetzt? Jetzt haben wir... Verdammte Technik. Ja, jetzt haben wir Born geholfen. Sein Zuspruch. Muss ich jetzt zu ihm zurück? Ich denke mal, ich probiere es einfach. Ich bohre mich wieder rauf. Zum Hotel. Das geht am schnellsten. So, das ist dann der Schluss für den heutigen Part, würde ich sagen. Dann hätten wir das auch schon. Und im nächsten, also nächste Woche dann... Na, komm. Ach, wenn es eine neue Aufnahmesession gibt, dann begeben wir uns wieder in das verbotene Tal. Chefchen, bist du drin? Wahrscheinlich, weil es draußen zu regnet. Halt, da ist er. Hallo. Ich habe auf den Feldern geholfen. Ich habe auf den Feldern geholfen. Mhm. Wie? Jetzt schon? Das ging aber schnell. Wenn Sie weiterhin meine Hilfe brauchen, werden Sie sich bei mir melden. Wenn das so ist, sehe ich deinen Einstand als Setzer als erledigt an. Normalerweise muss ein Setzer jahrelang auf dem Feld arbeiten, bevor er meine Stimme bekommt. Aber da wir dringend gute Krieger brauchen und du eindeutig nicht für die Feldarbeit geschaffen bist, komme ich dir entgegen. Bedeutet das, du sprichst dich für meine Beförderung aus? Von meiner Seite aus spricht nichts dagegen. Normalerweise hätte ich dich noch zu Irdor geschickt. Aber da ich von ihm länger nichts mehr gehört habe, scheint alles in Ordnung zu sein. Du kannst Ragnar ausrichten, dass ich mit dir zufrieden bin. Geh nun. Cool. Ich bedanke mich. Mann, ey, ich will nicht aufhören mit der Aufnahmesession. Bin überlegen, wie spät haben wir es denn eigentlich? Warte mal kurz. Das wäre eins. Wäre schon ziemlich spät. Wenn ich noch einen Part mache, beschweren tut sich keiner. Weißt was? Ich hänge noch einen Part dran. Jo. Aber, also von der Aufnahmesession her, ne? Aber für den Part hier muss ich jetzt leider Tschüssi sagen. Weil wir sind schon wieder fertig. Jo. Geht ja gar nicht so schlecht voran. Ich will unbedingt noch ins verbotene Tal. Ich will noch das anschauen, ehrlich gesagt. Hoffen, dass wir es auch schaffen. Dann hänge ich noch einen Part dran und dann passt das so. Ja, machen wir das. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!